Und damit sind wir wieder zurück. Hallihallo und recht herzlich willkommen zur zweiten Season hier bei F1-24 der Fahrerkarriere. Wir wollen nicht nur Weltmeister werden mit Ferraris, sondern wir wollen auch den einen Titel haben, den es noch dazu gibt, den Konstrukteursmeistertitel. Aber da brauchen wir zwei gute Fahrer, mit Leclerc und mit Ricardo hätten wir die. Wir starten in Bahrain, Australien, Japan, Imola, Kanada, Spanien. Ich weiß nicht, ob da noch was dazu kommt. Nee, bisher noch nicht. Nee. Belgien, Monza, Mexiko und Las Vegas wieder. Genauso wie letztes Mal. Boah, schaut gut aus. Der Helm. Das Farbding passt zum Helm. Das ist natürlich komisch, dass wir in einem Red Bull Helm fahren, klar. Aber ja. Ich würde sagen, Einstellung bestätigen. Es ist ungewohnt. Und dann versuchen wir das Ganze in Rot zu rocken. Warte, F&E-Szenarien. Verändert die gewohnten Regeln des F&E-Szenarios. Es kann nur ein F&E-Szenario gleichzeitig aktiv sein. Die Szenarios können nur zwischen den Saisons aktiviert, aber zu jeder Zeit deaktiviert werden. Verwende in der nächsten Saison keine F&E-Szenario an. Sind in der nächsten Saison keine F&E-Szenario an. F&E wird sich genauso verhalten wie in der Eröffnungssaison. Ja, weiter so. The fuck. Wir haben irgendwie immer noch dasselbe Haus. Ich hatte gehofft, dass vielleicht sich die Umgebung verändert oder so. Aber nein, es ist immer noch dasselbe Haus. Nur ein neuer Rennanzug und das ist ungewohnt. Das ist ultra ungewohnt. Aber er sieht gut aus in Rot. Daniel Ricciardo. Muss ich sagen. Grid Reveal. Wir werden jetzt natürlich, glaube ich mal, 819 Punkte haben. Wir werden jetzt springen bis zum Grid Reveal. Dann werden wir sehen, wer wohin gewechselt ist. Nee, das will ich. Verdammt, jetzt habt ihr euch, wenn ihr Stopp drückt, haben wir uns selber gespoilert. Sehen wir gleich. So, Spezialisten. Fahre während des Rennwochenendes 113 Kilometer. 3 Kollisionen mit anderen Autos. Öffne während eines Rennwochenendes die Erklärung erst 60 Sekunden. Da. Und ganz hinten haben wir noch: Perfektioniere das Rennstrategie-Trainingsprogramm. Schließe eine gefahrene Runde in 3 verschiedenen Sessions ab. Jo, Fahrdetails. F und E. So, oh, gute Wahl. Gute Wahl gewesen von Ferrari. Gute Wahl gewesen. McLaren mit dem stärksten Auto. Okay, Ferrari direkt dahinter. Leclerc arbeitet am Antrieb. Da sind wir nicht gut mit dabei, wenn ich das richtig sehe. Oh nee, da müssen wir... Oh, 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 oh. Zwar das drittstärkste Auto, aber wir sind nicht gut. Da haben wir das stärkste Chassis. Aerodynamik, das drittstärkste. Ja, dann ab in die Zündanlage investieren, weil... Das ist ja wichtig, dass wir die hinkriegen und dass wir das Auto motormäßig nach vorne kriegen. Weil wenn wir dann natürlich keinen Motor haben, sind wir in die Kurven schneller, aber auf der Geraden nicht. So, dann hätten wir alles gemacht und würde ich sagen, auf geht's zum Grid Reveal. Und danach schauen wir uns die Teams ein bisschen genauer an. Okay, alle neuen Teile wurden gefertigt und wir können sie beim nächsten Grand Prix einsetzen. Seid ihr ready? Ich bin ready. Let's fucking go. Oh, Sainz bei Red Bull. Was? Perez bei McLaren. Was? Wo ist Lando? Was? Was?
Was ist denn hier gerade passiert? Das ist ja völlig wild, was hier passiert ist. Sainz zu Red Bull. Perez zu McLaren. Ricciardo zu Ferrari. Und Norris, der Leidtragende dieses ganzen Wechsels, zu Visa Cash App Racing Bulls. Wie blöd ist denn McLaren? Oh Gott im Himmel, vergiss es. Wir sind zuversichtlich, dass das Fahrzeug zu Beginn der Saison wettkampffähig sein wird. Wir erwarten von dir, dass du ganz vorn mitfährst. Soll für, dass du dein Fahrzeug ordentlich weiterentwickelst, damit wir unseren Vorteil gegenüber den Verfolgenden beibehalten können. Ja, werde ich mein Bestes geben. Wir werden unser Bestes geben und dann wollen wir hier voll angreifen. Wie gesagt, Weltmeister im Team. Mit Danny Ricciardo haben wir den Drittplatzierten im Team und auf dem Papier hat Ferrari somit das stärkste Team. Oder zumindest das stärkste Fahrerduo diese Saison. Lando Norris, boah, ich wünsche ihm nur das Beste, aber ich glaube, das wird ganz, ganz schwer für Lando. Ansonsten wird das, glaube ich, eine super spannende Saison. Ja, mehr wissen wir dann erst am ersten Rennwochenende und es geht morgen los mit dem Training. Bis dahin, ciao und fort, bleibt gesund, wir sehen uns.